Moin! Tja, wie ihr mitbekommen habt, ist schon lange Zeit kein Video mehr gekommen. Liegt daran, steht alles noch hier. Warum, weswegen, erzähle ich euch gleich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Moin. Tja, jetzt mal eine Perspektive aus dem Auto. Ja, ich bin ein bisschen außerhalb gefahren, weil zurzeit bei uns sind Bauarbeiter da in Gange an der Garage und das ist dann da ein bisschen blöd zu filmen. Die gucken einen immer an wie der erste Mensch, weil es ziemlich ungewöhnlich ist, bei uns hier im kleinen Kaff mit einer Kamera rumzulaufen und in dieselbe hier auch noch zu sprechen. Sieht man hier nicht viel und deswegen stößt man da viel auf Unverständnis. Wenn ihr sehen wollt, wo ich gerade stehe, ich gebe euch mal einen kleinen Ausblick. So sieht es also bei uns hier im Harz aus. Ja, gut, nichtsdestotrotz. Ja, was habe ich gesagt? In der Garage. Oh, ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr in der Kamera, dass das Mikrofon den Wind nicht so doll aufnimmt. Ja, was habe ich gesagt in der Garage mit unserem Projekt, diesem 0,nichts-Projekt? Tja, das muss ich wohl oder übel erstmal auf Eis legen, zwecks den extremen Sommer, den wir jetzt haben. Ich habe die Annonce noch laufen mit den Kleingeräten, dass ich die suche. Es meldet sich schon wochenlang keiner mehr, also bekomme ich auch gar keine Kleingeräte. Und die reparierten Teile so einfach verkaufen, kann ich die jetzt auch nicht. Weil ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt, da hat sich keiner gemeldet. Boah, macht der einen Krach. Ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt, da hat sich keiner gemeldet. Ich habe sie bei eBay reingesetzt für 1 Euro und für 1,50 Euro verkaufe ich garantiert keinen laufenden oder selbstlaufenden Rasenmäher, der auch noch richtig funktioniert und alles. Und für 1,50 Euro verkaufe ich auch keine Motorsensor, die auch noch funktioniert. Das dürfte ja wohl jedem klar sein. Und deswegen habe ich jetzt dieses Projekt mit diesen 0,nix erstmal in ACTA gelegt. Nichtsdestotrotz hat sich aber trotzdem was ergeben. Ich blende euch jetzt hier mal ein paar Bilder ein. So, wie ihr gesehen habt, es handelt sich um ein Opel Corsa. Den habe ich sehr, sehr, sehr günstig bekommen, dass ich eigentlich keine andere Wahl hatte, als zuzuschlagen. Obwohl das Geld eigentlich noch nicht von den Rasenmähern und Sensen drin war, habe ich trotzdem das Geld investiert. Aber in der Hoffnung, dass ich nichts falsch mache. So, ich hatte mir natürlich den Wagen angeguckt und habe dann halt eben meiner Meinung nach die Schweller und sowas angeguckt wegen Rost und konnte da natürlich nichts finden. Deswegen habe ich das Ding dann gekauft. Ich hatte erst eine Anzahlung gemacht. Und ja, weil der den gefahren hatte, musste den noch abmelden. Der hat ihn dann abgemeldet, ein paar Tage später.
bin ich dann hin, habe den Rest bezahlt und habe dann auch den TÜV-Bericht bekommen. Und was da drin stand, das bereitet mir doch ein wenig Kopfschmerzen, sage ich mal. Und zwar vor 2 Jahren stand in dem TÜV-Bericht drin, dass er also ohne weiteres TÜV bekommen hat, ohne Mängel, also ohne... So, sorry, muss die Location wechseln, weil dort oben war wirklich zu viel Betrieb. Ja, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ja, mit dem TÜV-Bericht. Ich habe dann den TÜV-Bericht bekommen und was da drinnen dann drinne stand, hat mir dann doch ein bisschen ja, Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar, da stand denn drinne, dass er ohne Mängel zwar durch den TÜV gekommen ist, aber dass man doch beachten sollte, war so in so Klammern gesetzt, unter Beachtung, man sollte das Tragbild der Bremsscheiben im Auge behalten. Das heißt also, sie waren vor 2 Jahren auch schon nicht mehr die besten. Und jetzt sind sie also komplett in Arsch. Und leichter Anflug von Rost am Unterboden, an den Unterbodengruppen. So, und da ich davon ausgehe, dass er weder den Bremsen Beachtung geschenkt hat, wird er auch nicht dem Rost Beachtung geschenkt haben. Das heißt also, er hat wirklich die 2 Jahre TÜV gnadenlos runtergeritten, wobei er dieses Fahrzeug ausschließlich als Winterfahrzeug benutzt hat. Und Winter heißt bei uns hier im Harz, wisst ihr ja sicherlich, manchmal ziemlich viel Schnee, aber auch extrem viel Salz. Hier wird Salz auf die Straßen geknallt, das ist nicht mehr feierlich. Und wie Salz und Metall aufeinander reagiert, brauche ich euch ja sicherlich nichts zu erzählen. Also, werde ich jetzt versuchen, irgendwie, ich muss mal gucken, ich kenne ein paar Leute, von den einen kann ich eventuell rote Nummern bekommen, bei dem anderen könnte ich eventuell auf die Bühne, muss ich aber sehen, wie ich das hinbekomme. Und das wird jetzt das nächste sein, ich versuche den irgendwie ja, rauszubekommen, wie der untenrum aussieht. Vielleicht ist der Rost ja nicht so schlimm, dass der, ich sage mal, so behandelt werden kann mit einer Drahtbürste, ein bisschen Rostumwandler drauf, neuer Unterbodenschutz und dann ist alles wieder gut. Wenn natürlich durch Rostungen vorhanden sind, ist Thema Corsa gestorben, weil ich habe, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, eine Hebebühne kann ich da nicht tagelang besetzen. Ich habe kein Schweißgerät. Also ich habe nicht die Möglichkeit, das selber zu reparieren dann. Und das in der Firma machen zu lassen, wird nicht, ist zu teuer. Und da muss ich dann halt eben in den sauren Apfel beißen und muss mich dann von dem trennen. Ich hoffe ja, dass ich plus minus null rausgehe, weil ich habe dafür wirklich sehr wenig bezahlt. Also meinen Einsatz werde ich definitiv wiederbekommen. Davon abgesehen. Also ich habe da keine 150, 200 oder 300 Euro für bezahlt. Es waren definitiv wesentlich weniger. Aber wie gesagt, dann ist das Thema Corsa sowieso gestorben. Jetzt kommen hier schon wieder Wanderer. Moment mal. Steht, dann kriegst du auch ein bisschen Wasser. Ja?
Hallo. Hallo. So, jetzt setzt sie sich da noch da vorne hin. Ja, prima. Gut, ich werde jetzt hier schnelles Ende machen. Ich will jetzt nicht noch einmal hier irgendwo anders hin, weil vor 5 Jahren war das hier im Harz noch so. Im Sommer, da konntest du dich hier, wo du wolltest, dich hinbegeben. Da bist du vielleicht mal ein Reh oder ein Fuchs begegnet. Heute alle nasenlang Touristen. Auf der einen Seite ganz gut und schön, dass hier wieder sehr viel Tourismus ist. Auf der anderen Seite für mich, wenn ich jetzt hier irgend so solche Videos machen will, wo ich ein bisschen labern will, ist es nicht so schön, jedes Mal anzuhalten, nur weil denn da welche durchlatschen und mich dann so komisch angucken. Naja, wie gesagt, wenn das so sein sollte, dass der Unterboden durchgerostet ist, hat sich das Thema Corsa erledigt. Sollte es so sein, dass ich das mit meinen Mitteln noch erledigen kann, wird das gemacht. Und dann werden wir den auch Schritt für Schritt wieder durch den TÜV bringen. Also sprich, neue Bremsen, neues Bremsseil und. So teuer sind die Sachen nicht. Das kann ich investieren. Aber wie gesagt, unter Bodenschutz, Schweißarbeiten, da bin ich dann raus. Und hoffentlich ist die Wespe hier auch gleich raus. Oh, Alter. So, also, dann seid ihr jetzt erstmal auf dem neuesten Stand. Und wir sehen uns beim nächsten Video irgendwie. Und ja. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.